dann geht das dem Alter nach. So, der Älteste zuerst und da habe ich dann geschaut, Volker Beck ist seit 2008 auf Twitter, hat 17.000 Follower und hat seitdem 6.800 Tweets verschickt. Danach kommt Manuel Höferlin, zu meiner Linken, auf Twitter seit 2008, hat 1.400 Follower und seitdem 2.200 Tweets verschickt. Dann kommt Halina Wachziniak, ganz links, auf Twitter. Auf Twitter seit Januar 2009, als ich vorhin geschaut habe, exakt 2.000 Follower, 7.200 Tweets seitdem verschickt. Dann Christoph Lauer, Ed Schmidtler, seit Juli 2009 auf Twitter, ein Spätgeborener, genau, 7.500 Follower und jetzt halten wir uns fest, 31.000 Tweets seitdem verschickt. Dann kommt Dorothee Fehr, seit Juni 2010 auf Twitter, 4.200 Follower und 5.800 Tweets. Wir klären auch gleich die Frage, wie viel dieser Tweets sich um Kuchenrezepte und Ähnliches drehen. Und dann kommt Thomas Hoppermann, seit April 2011 auf Twitter mit 1.200 Followern und bisher erst 238 Tweets verschickt. Also da kann man noch einiges nachholen. Und dann der Jüngste in unserer Runde, der ist noch nicht da, Peter Altmaier. Seit September 2011 auf Twitter 4.500 Follower und seitdem 1.800 Tweets verschickt. Also würde man sagen, Christoph Lauer, der holt auf. Nicht nur, was die Follower betrifft, sondern auch, was die Anzahl der Tweets pro Tag betrifft. Ja, und da geht dann auch meine erste Frage gleich an den Ältesten in der Runde, Volker Beck. Wie fühlt man sich denn so als alter Hase, wenn man auf einmal von so einem jungen Hüpfer wie Peter Altmaier die Welt erklärt bekommt, man liest dann jeden Tag in der Zeitung, welche Abenteuer der junge Peter Altmaier gerade im Internet so erlebt. Es amüsiert mich durchaus, mit welchen Bauklotzstauen man offensichtlich Zeitungsjournalisten beschäftigen kann. Aber ich finde es grundsätzlich gut, es zeigt ja auch etwas, dass immer mehr auch solche Kommunikationsformen nutzen, die etwas dialogischer sind, flacher sind, nicht so oft top-down aus sind. Und ich glaube, diese Art von Kommunikationsstruktur wird letztendlich auch ein bisschen die Politik verändern und die Politiker, weil ich glaube, der Politiker, der sich dem nicht stellt, der vor solchen Dingen Angst hat, den werden wir in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, Christoph Lauer, Juli 2009 ist jetzt nicht gerade ein Einstiegspunkt für Early Adopter, würde ich sagen. Verschlafen die Piraten manchmal auch Entwicklung? Weiß ich nicht. Ich habe am Anfang, ich habe am Anfang von Twitter nicht viel gehalten und habe halt gedacht, langfristig setze ich die Kutsche durch und habe dann halt doch einen Twitter-Account angelegt, als ich bei der Piratenpartei eingetreten bin. Und wie man sehen kann, nutzen wir ja Twitter tatsächlich, also die 30.000 Tweets sind ein gutes Zeugnis von. Die Tweets halt, wie ein Chat, wie alles Mögliche. Und ich glaube, wir verschlafen einige Dinge nicht, weil ich muss man selbst mit glaube ich, nicht hier. Ja. Okay, die Diskussion, die man alltäglich dann abends auf Twitter verfolgen kann, immer wenn ich nach Hause komme, so gegen 22 Uhr, schaue ich natürlich auch immer nochmal nach und sehe dann schon auch immer die gleichen Leute in meiner Timeline und dann sieht man manchmal sehr politische Diskussionen, aber manchmal eben auch der Austausch über den Lieblingskuchen. Gehört das dazu? Und dann natürlich auch gleich die Frage, wie reagieren eigentlich diejenigen, die im nicht
stecken in der eigenen Fraktion zum Beispiel. Das ist ein geheimes Medium bei der CSU. Gerade lustigerweise, und es ist gut, dass er noch nicht da ist, hat er die CDU im Kopf als die CSU. Aber wir sind ja Fraktionsmitarbeiter, da die dann schon weitergehen. Nein, natürlich, was heißt, gehört es dazu? Also ich habe mich ja auch lange gewehrt, ähnlich wie Schmidt-Lepp, zu sagen, mache ich Twitter auch noch, weil ich eben mit Facebook angefangen habe und das sehr exzessiv gemacht habe und irgendwie gedacht habe, wenn man es macht, dann muss man es gescheit machen, man muss es vor allem selber machen. Und dann bin ich aber von einem Kollegen belehrt worden, der meinte, es würde mir Spaß machen und er hatte recht. Und deswegen mache ich jetzt wesentlich mehr Twitter als Facebook. Und dass man natürlich dann auch mal, auch mit Kritik von einem Kollegen wächst, sich auch mal über was Privates austauscht oder auch mal, ja, irgendwas gar nicht mehr Triviales. Twitter finde ich auch überhaupt nicht dramatisch. Ich habe jetzt auch keine Schere im Kopf. Und ich twitter da jetzt nicht als die Bundestagsabgeordnete. Das finde ich natürlich trotzdem, aber ich bin trotzdem auch noch ein Privatmensch und ich finde da noch nichts Verwerfliches. Und wenn es hilft, auch eine andere politische Kultur zu etablieren, nämlich zu sagen, man setzt sich dann zum Sachertortenessen zusammen, andere wollen Linsertorte, dann, wenn dabei vernünftige Politik rauskommt, ist mir das lieber, als man macht es eben in der verräucherten Hinterkneipe. Ein sehr hartnäckiger Follower hier im Publikum. Und zu Ihrer Timeline wollte ich sagen, wenn es immer dieselben sind, würde ich die halt mal erweitern. Oder zu anderen Zeiten nach Hause zu kommen. Thomas Oppermann, schmerzt es nicht so ein bisschen, dass die Partei, die den ersten virtuellen Ortsverein hatte, die den ersten twitternden Generalsekretär, also bevor die anderen hier zum Teil angefangen haben zu twittern, war der Teil schon ganz weit vorne, ist dafür vom Spiegel sehr stark kritisiert worden. Schmerzt es dann nicht so ein bisschen, dass die SPD nicht richtig als internetaffine Partei wahrgenommen wird? Naja, das mit der Wahrnehmung ist das eine und das, was tatsächlich passiert, ist das andere. Bei uns twittern mittlerweile jeder dritte Abgeordnete in der SPD-Bundestagsfraktion. Und ein bisschen muss man ja auch auf die Qualität gucken, weil Sie haben ja eingangs die Bilanzen offengelegt und natürlich habe ich bisher die geringste Anzahl von Followers, aber ich bin jetzt aufgefallen bei den Zahlen, dass ich die wenigsten Tweets brauchte, um so viele Followers zu bekommen. Also, ich würde mal sagen, das Tweet gewinnt bei der Messung, ist bei mir am günstigsten, vielleicht liegt das auch an den Inhalten. Aber Spaß beiseite, ich selber bin ja erst seit Mai dabei. Ich habe ein bisschen so auf in meiner Mitarbeiterin angefangen. Bei der Vorratsdatenspeicherung würde ich sagen,
Auch das werden wir sehr sorgfältig diskutieren und wahrscheinlich gar nicht auf diesem Parteitag abschließend diskutieren, weil es schon ein sehr komplexes Problem ist. Ich würde jedenfalls nicht von vornherein auf die Vorratsdatenspeicherung verzichten. Ich glaube schon, dass es sehr schwierige Situationen gibt, wo man schwere Verbrechen nur schwer aufklären kann, ohne auf solche Informationen zurückgreifen zu können. Aber die Frage ist ja, müssen wir uns von der Europäischen Union in dieser Frage über eine Richtlinie, eine so konkrete Form der Vorratsdatenspeicherung aufdrücken lassen? Mindestspeicherdauer 6 Monate. Das halte ich nicht für erforderlich. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigt, stellt fest, man kann viele Fragen stellen. Welche Daten sollen gespeichert werden? Und wie lange sollen die Daten gespeichert werden? Und wie kann gegebenenfalls ein Zugriff auf diese Daten erfolgen? Muss das über Richtervorbehalt passieren? Darf das nur bei schwersten Verbrechen passieren? Ich glaube, dass es eine Menge Fragen gibt und ich würde diese Fragen auch gerne weiter intensiv diskutieren, bevor ich sage, Vorratsdatenspeicherung unter gar keinen Umständen. Und da finde ich schon, dass auch die Piraten darüber mit diskutieren müssen. Herr Hoffmann, wir haben wie lange, ein halbes Jahr lang die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, im Malte Spitz hat ja dieses preisgekrönte Projekt dann mit der Zeit gemacht, wo ich irgendwie auch sehr neidisch war, dass uns sowas nicht eingefallen ist. Herr Hoffmann, es geht nicht. Auch Sie möchten nicht, dass andere Menschen auf einem USB-Stick wissen, wann sie wo waren und ob das möglicherweise irgendwie der Arzt war oder eine Person, die Sie kennen. Es ist, wenn wir wenigstens einer, der immer behauptet, ja, es gibt da ganz schwere Verbrechen, sagen könnte, durch die Vorratsdatenspeicherung wurde die Kriminalität in Deutschland um 3 Milliarden % gesenkt und wir leben jetzt endlich in einem sicheren Land, ja, würde ich sagen, okay, da muss auch ich sagen, scheint eine Maßnahme zu sein, die funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Wir hatten es und die Aufklärungsrate war nicht höher. Was Sie aber haben, ist von jedem der hier Anwesenden, deswegen werden die auch nicht dafür sein. Außer der geklatscht hat, einer hat geklatscht. Das war der Einzige, der sich bei Foursquare eingecheckt hat. Ja, genau. Sie kriegen Bewegungsprofile und wir laufen ja alle mit diesen Smartphones rum und USB-Sticks auf die 16, 128, 256 Gigabyte draufpacken. Sie laufen demnächst mit so einem fingergroßen USB-Stick mit den gesamten Kommunikationsdaten von halb Deutschland rum. Und Sie sagen, wie ist da der Zugriff? Da wird es immer jemanden geben, der da im Zweifelsfall zugreift. Und sie schaffen damit doch auch dann ein finanzielles Interesse wieder für andere Kriminelle, sich solche Daten zu besorgen. Sie öffnen da eine Büchse der Pandora, ohne zu wissen, was sie sagen. Sie haben vorhin gesagt, sie haben dieses Netzsperrengesetz beschlossen und dann kam erst eine Debatte in Gang, was ich schon sehr sportlich finde, für Partei, die in der Regierung ist. Wir haben bei der Vorratsdatenspeicherung ein erwiesenermaßen verfassungswidriges, ineffektives Mittel. Und ich finde, also eigentlich müsste ich sagen, Herr Oppermann, bitte bis 2013 so weitermachen auf jeder Veranstaltung. Ich werde Ihnen auch gerne noch andere Veranstaltungen irgendwie besorgen, wo Sie irgendwie Leuten was vor der Vorratsdatenspeicherung. Das kann doch nicht der Weg sein. Wir reden hier über Netzpolitik. Und es ging über Twitter und es ging über das Urheberrecht, was ich, also die Initiative finde ich super, weil Urheberrecht ist, da hat im Moment irgendwie keiner ein ordentliches Konzept, auch die Piraten nicht, das kann ich so sagen. So, hätten wir das auch geklärt. Es wird auch 2013 um die Frage gehen, wenn wir von 96 bis 98 eine Enquete-Kommission hatten. Mit Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft, sage ich immer, wer die Platte kennt, jetzt abschalten. Da stand am Ende drin, das Internet kommt, wenn Deutschland das Internet verschläft, dann wird es
eine wichtige Entwicklung verpassen. Da stand drin, es hat Chancen der Bürgerbeteiligung. Wir reden hier überhaupt nicht über Bürgerbeteiligung. Sie haben gesagt, Sie benutzen irgendwie Autocracy bzw. Liquid Democracy. Das ist noch immer so ein Feigenblatt. Die Piraten benutzen es seit 2010 und es funktioniert. Ich weiß, es war auch in meiner Partei ein harter Kampf, weil es irgendwie Machtstrukturen komplett zerkloppt und weil es im Grunde genommen mit einem hierarchischen Parteiensystem nicht mehr irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Das ist aber ein Kampf, der gefochten werden muss, insbesondere wenn es um die Einbindung von Bürgern geht. Und wenn wir dann die wirklich Beteiligung, die Bürgerbeteiligung per Mausklick schaffen und dann nach 20 Jahren oder 10 Jahren feststellen, die Bürger wollen sich gar nicht beteiligen, die wollen nur demonstrieren, dann ist das auch in Ordnung. Aber dann haben wir das Experiment, so wie Sie das vorhin geschrieben haben, mal gewagt. Wir müssen doch mal überlegen, warum ist seit diesem Abschlussbericht von 98, wo drin stand, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz, wir kriegen Probleme mit dem Urheberrecht, wir werden allerhand Chancen und Möglichkeiten durch dieses Internet haben. Warum man dann 11 Jahre später noch eine Enquete-Kommission einsetzen muss, die sich wieder mit dem Thema beschäftigt, statt das alte Papier mal irgendwie rauszuholen. Und warum man, und 2013, und das wird natürlich das Schöne für die Piratenpartei sein, werden wir an dem Punkt sagen, schaut her, bis auf Cargo-Kult und Mummenschanz ist da nichts passiert. So, und uns traut man bizarrerweise zu, da was zu bewegen, finde ich gut. Ich denke, wir haben... Aber wir haben uns heute mehr geredet? Ja, ey, in 10 Minuten, So, und... die CD gibt es am Ausgang. Jetzt haben Sie mich verunsichert. Nein, aber wo ich sage, also Vorratsdatenspeicherung würde ich Ihnen empfehlen, in Zukunft möglicherweise nicht mehr. Sie sehen auch nicht das erregte Thema und vielleicht einfach mal überlegen, was jetzt tatsächlich netzpolitisch bewegt werden sollte. Eigentlich war es mir beim Thema Vorratsdatenspeicherung auch schon ganz nervös geworden. Ich eigentlich schon vorher nervös geworden, weil jetzt wäre ja eigentlich der Punkt zu erklären im Detail, was ich jetzt nicht machen werde, dass alles das, was die Grünen gerade beschlossen haben, wir schon längst als Anträge im Parlament eingebracht haben. Nein, ich habe mich bei Vorratsdatenspeicherung einfach insofern gemeldet, weil neben dem, was Christopher Lauer jetzt zu Recht gesagt hat, glaube ich, ist es die Frage eines Generalverdachtes, der ausgesprochen wird, oder der sozusagen der Generalverdacht der quasi umgesetzt wird. Und da ist ja die Idee, muss man irgendwelches diplomatisches Geschwurbel dahin schreiben, was irgendwie ehrlich gesagt keinen wirklich interessiert hat. Beim Piraten gab es einen Livestream, danach ist geblockt worden. Häufig waren wir schneller mit dem Blocken, aber da hatte ich auch noch 2 Minuten zum Schreiben. Also das ist sozusagen etwas, wie gerade dieser Ansatz, privilegierte Partner. Also
Klaus Wowereit war bei uns und hatte eine relativ, also hat das relativ geschickt gemacht, fand ich total gut. Er hat es auch so gemacht, er ist bei uns rein, hat eine Regierungserklärung abgegeben, 20 Minuten kann ich gefragt, entschuldigen Sie, Herr Wowereit, können wir Ihnen vielleicht auch nochmal ein paar Fragen stellen. Und das ist übrigens dann auch wieder das Schöne an Transparenz. Jetzt kann jeder irgendwie überprüfen, ob die drei, vier Helden haben stimmt oder nicht. Also ich habe mir die Frage gestellt, Herr Wowereit, warum war denn zum Beispiel ein Bündnis SPD, Linke, Piraten, wieso stand es nicht zur Diskussion? Man hätte irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, es wäre eine Mehrheit irgendwie da gewesen, dass es für den ersten Wahlgang funktioniert und man hätte innerhalb von 5 Jahren Koalition die Piraten so ein bisschen gegen die Wand fahren lassen können und damit wäre auch quasi die Bundestagswahl und der Wiedereinzug der Piraten in Berlin auch schon abgefrühstückt gewesen. Und dann, hätte ich es okay gefunden, wenn er einfach gesagt hätte, ach, wisst ihr was, ihr seid zum ersten Mal im Parlament, lernt doch erstmal, wie das funktioniert und dann reden wir mal mit Jahren drüber, ob dann irgendwas möglich ist oder nicht. Stattdessen, ja, politisch korrekt sogar, ein Zweierbündnis ist immer ein Dreierbündnis, kurz gesagt, und so weiter. Und ich glaube, da prallen im Moment einfach zwei Stile aufeinander. Also ich weiß auch gar nicht, ob es so nötig ist, dass sich alle Parteien, das ist ja glaube ich das Problem, also in der Netzpolitik oder auch in diesen ganzen Themen, die jetzt aktuell sind, muss man sich da so von den Piraten abgrenzen oder nicht. Also ich merke ja bei vielen, auch im Gespräch, eigentlich ist man sich irgendwie einig und dann hat man auch das Problem, dass man in verschiedenen Parteien ist und dann muss man immer bei solchen Veranstaltungen auch hier natürlich auch die Gegensätze formulieren und die Probleme skizzieren, auch mit Hinblick auf eine Bundestagswahl. Die Frage, die ich mir persönlich stelle, auch jetzt nach einem Monat Abgeordnetenhaus, wenn ich das alles so im Plenum erlebe, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Also ich könnte auch 149 Abgeordnete in den Liquid Feedback packen, frei von den Fraktionszwang. Ich könnte die über Themen abstimmen lassen, da würden wahrscheinlich auch ordentliche Ergebnisse bei rauskommen. Es wären tatsächlich so viele Bündnisse, wo sich dann die beste Idee irgendwie durchsetzt. Bis jetzt in der letzten Plenarsitzung haben mir CDU und SPD erklärt, warum es gut ist, dass zum Beispiel die Gedenkstätte Hohenschönhausen nicht nach Tarif bezahlt wird. Da sitze ich dann und denke mir so, ey Kinder, ihr schreibt in euren Koalitionsvertrag rein, weil der Tourismusfonds soll nach Tarif bezahlt werden, dort soll nach Tarif bezahlt werden, die Taxifahrer sollen für hier Berlin-Brandenburg International einen einheitlichen Tarifvertrag, also einen Tarif bekommen, das ist jetzt kein Tarifvertrag, aber es ist auch ein einheitlicher Tarif. So, bei dieser Gedenkstätte geht es nicht, obwohl sie von Bund und Berlin betrieben wird. Und dann denke ich mir so, Kinder, macht's doch einfach. Und dann kommt der Antrag von der falschen Partei und dann sagt der eine, das habt ihr aber von der CDU in Brandenburg abgeschrieben, ja und wenn es gut ist. Also das geht mir im Moment eher so auf den Senkel, wo ich mich halt echt frage, wollen wir uns das noch, also können wir uns das oder wollen wir uns das noch leisten? Ich kann das irgendwie verstehen, so die Zugehörigkeit zur eigenen Partei, dass man sich irgendwie differenzieren muss. Aber mir stellt sich das alles nicht mehr zeitgemäß dar. Und jetzt privilegierte Partnerschaft, ich finde, man sollte mit allen, also man sollte konstruktiv zusammenarbeiten, auch über Parteigrenzen hinweg. Und es ist natürlich klar, dass die Piraten jetzt im Abgeordnetenhaus sich erstmal einarbeiten werden. Und es ist natürlich klar, dass wenn die Piraten in den Bundestag einziehen sollten, und da sage ich meiner Partei auch immer, geht bis 18 Uhr die Wahl, und dann können wir mal gucken, wie das Ergebnis ist, und dann bis dahin bitte Wahlkampf. Wenn wir in Berlin auch noch plakatiert mit hier in Berliner Fenster, vertraue keiner Umfrage, bitte wähle selbst oder wähle selbst wählen. Ne? So, und dann können wir halt gucken, was das nach der Wahl ist, aber wie gesagt, dass die erste Piratenfraktion im Bundestag sich auch erstmal einarbeiten muss und bei allen klaren Spielchen hier natürlich äußerst wahrscheinlich kein Koalitionspartner sein wird. Also nicht in dem Rahmen, wie sich eine etablierte Partei, die eine Mehrheit für ihre Themen braucht, einen verlässlichen Koalitionspartner vorstellt. Mir war ja gar nicht klar, was das für ein Affront war, als wir in der ersten Sitzung uneinheitlich über die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses abgestimmt haben. Mir war auch gar nicht klar, dass die von da oben vom Präsidium aus die Quelle gar nicht richtig auszählt. Ja, Teile der Piratenfraktion sind dafür und
Teile dagegen. Es gibt anscheinend eine Enthaltung. Ja. Also, da, wie gesagt, das muss man verstehen, da prallen gerade zwei Welten aufeinander. Und es wird sehr spannend, ob das zusammenkommt. Ja. Danke, der Mehrwert zusammenkommen. Peter Altmaier ist Volker Beckert, ja vor kurzem aus dem Flieger, glaube ich, geblockt, dass das ein Kuscheln mit den Piraten ein politisches Kalkül ist, weil damit die Piraten über die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl gewiegt werden. Damit würde dann Rot-Grün verhindert werden und schon ist man wieder in der Verlosung drin, ob dann nun als mit Kanzlerin Merkel oder ohne, auf jeden Fall wäre man dann wieder in der Regierung. Was dann Volker Beck wieder so anders machte, ja, wenn das passiert, dann werden genau die Themen, die Leute wählen, erst recht hinten runterfallen. Also deswegen einfache Frage, einfache Antwort, ist das politisches Kalkül, weil in dem Spektrum hat die CDU sowieso nichts zu gewinnen. Also, es wird ja immer schöner, jetzt sind wir noch dafür verantwortlich, dass der Volker Beck und der Thomas Oppermann nicht aufgepasst haben. Die hätten sich mal erkundigen sollen bei dem Papst Benedikt, als er hier war, wie das ist mit dem Schisma in der katholischen Kirche. Zugestimmt. Ich wage die Prognose, wenn zu dem Zeitpunkt nicht die Große Koalition regiert hätte, sondern Rot-Grün regiert hätte, dann hätten vermutlich auch viele Grüne der Sache zugestimmt, weil sie hatten ja auch den sonstigen Sicherheitsgesetzen von Chile zugestimmt. Das ist aus der Opposition heraus immer ein Stück leichter. Und jetzt will ich zu diesem Thema sagen, mir ist nicht verborgen geblieben, wie groß die Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung ist hier in der Community. Aber ich sage euch auch, dass bei all denen, die mit Sicherheitspolitik beruflich, hauptberuflich zu tun haben, Innensenatoren, egal von welcher Partei, Polizeivertreter, egal von welcher Partei, alle diejenigen, die sich damit beschäftigen, sagen über alle Parteigrenzen hinweg, sie sind der Auffassung, dass Vorratsdatenspeicherung ein wichtiges und wirksames Instrument sein kann. Und es ist ja kein Zufall, dass die Richtlinie auf europäischer Ebene immer noch Gültigkeit hat, dass wir im Augenblick vertragsbrüchig sind, weil wir es nicht umgesetzt haben, weil das Europäische Parlament mit Mehrheit zugestimmt hat und der Ministerrat mit einer qualifizierten Mehrheit. So, ich habe Sie doch auch ausreden lassen. Ich will ja nur mal die Situation erklären. So, ich bin, wenn man eine Situation hat wie diese, wo 80% hier im Saal und vermutlich 90% draußen im Netz sagen, Vorratsdatenspeicherung niemals. Und die anderen sagen, jawohl, es ist unter Umständen etwas, was sehr wichtig ist. Dann sage ich, dann lasst uns doch mal darüber reden, ob es irgendwo Bereiche gibt, die wir uns einig werden können. Und es stimmt ja nicht, Volker Beck, dass es nirgendwo sonst Vorratsdatenspeicherung gibt. Es gibt sie seit vielen Jahren. Wenn ein Asylbewerber irgendwo in der Europäischen Union Asyl beantragt, dann werden ihm die Fingerabdrücke abgenommen, das wird im System Eurodac gespeichert. Und wenn er dann irgendwo in einem anderen Land wieder auftaucht und Asyl beantragt und dann stellt man fest, aha, der kommt ursprünglich aus Italien, Spanien oder Portugal und dann geht er wieder dorthin zurück. Da hat es nie jemand gegeben, der sich dagegen gewehrt hat. So, der zweite Punkt ist, da haben sich die Grünen gewehrt, das muss ich anerkennen, und da hat auch die SPD Kritik geübt, das war das Thema Fluggastdatenspeicher. Die USA bestehen von allen Flügen, die in die USA gehen, Transatlantikflügen, darauf, dass eine große Reihe von Daten von unschuldigen Leuten, die die Fluggesellschaften erheben, dann weitergeleitet werden. Die werden für viele Jahre gespeichert. Und das ist ein Instrument, dort der Terrorismus betreffend. Und das bringt mich jetzt auf den aus meiner Sicht zentralen Punkt. Wir haben mit der Weiterentwicklung der Speichermöglichkeiten, Sie können heute im Grunde fast alle Daten der Welt unbegrenzt speichern. Die Frage,
in welchem Umfang, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Garantien dies auch für Zwecke der Sicherheitspolitik zugänglich gemacht werden kann, und zwar so, dass ein Missbrauch unwahrscheinlich ist, ausschließend wird man ihn zu 100% vermutlich nie können, so wie man auch Straftaten nicht zu 100% ausschließen kann, und in welchen Bereichen es absolut unzulässig und verboten ist. Das ist die entscheidende Debatte, die wir führen müssen. Und da sage ich, dass wir den Versuch machen müssen, diese Kluft zu überbrücken. Ansonsten werden wir uns hier Gefechte liefern, wie bei der Kernenergie und anderen, über 20 oder 30 Jahre. Und ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass wir insgesamt die Fortschritte erreichen, die wir in der Netzpolitik erreichen wollen. Wie wir das Ganze auflösen, weiß ich auch nicht. Das, was der Hans-Peter Friedrich angeboten hat, man kann es ja für richtig oder für falsch finden, aber er hat eines ja gesagt: Lasst uns doch gemeinsam dafür arbeiten, dass die jetzige Richtlinie in Brüssel verändert wird. Das ist doch der Punkt. Diese Richtlinie hat der Hans-Peter Friedrich doch gar nicht gemacht. Ja, die hat unsere aller Freundin Brigitte Zypris, die ich sehr schätze, für die Bundesregierung federführend verhandelt. Der Innenminister war dafür und alle anderen Minister waren auch dafür. Ja, und wir haben im Bundestag eine breite Mehrheit gehabt, weil wir alle der Meinung waren, es ist richtig und notwendig. Und jetzt stellen wir fest, dass hier eine Diskussion stattgefunden hat mit sehr verhärteten Fronten. Und da müssen wir versuchen, das in irgendeiner Weise so zu lösen, dass am Ende auch die Frage beantwortet wird, wie man Sicherheitspolitik in Zeiten des Netzes und unter Wahrung von Datenschutz praktizieren kann. Thomas, wenn man die drei Fragen zurückkommt. Dann sind wir doch schon mal einer Meinung, dass wir in jedem Fall den ernsthaften politischen Versuch unternehmen müssen, die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zu verändern. Die ist veränderbar. Ich glaube, dass wenn Deutschland sich wirklich darum kümmern würde, dass wir Chancen hätten, sie zu ändern, dann hätten wir einen anderen Rahmen für die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Und dann besteht ja das Angebot, über die Einzelheiten auch zu reden. Ich wollte mich nochmal äußern zu dem Thema Zugang zum Netz. Wir sind uns einig, keine Zugangssperren, aber damit ist der Zugang noch lange nicht gesichert. Und in der Tat, für viele Menschen ist das ein echtes Problem. Und da hätten wir natürlich schon einen Schritt weiter sein können, Peter, denn die Debatte ist ja geführt worden beim Telekommunikationsgesetz. Und dieses Gesetz ist ja auch noch nicht fertig. Der Vermittlungsausschuss ist angerufen worden, wir hätten eine Chance noch nachzubessern. Wir sind der Meinung, dass dann müssen wir es in einer zweiten Runde neu machen im Bundestag, da kommen wir nicht drum rum. Aber die Wahlperiode ist ja nicht so weit fortgeschritten, dass man das nicht noch machen könnte. Ich meine, wenn in der Tat das Netz und seine Bedeutung für Demokratie, für Teilhabe, aber auch für Wirtschaft so hoch zu bewerten ist, wie das hier ja allgemein gesehen wird, dann muss die logische Konsequenz sein, dass wir in Deutschland einen Rechtsanspruch normieren auf Zugang zum Internet. Und zwar für alle in diesem Land und nicht nur für einige, die mobil und gebildet oder begütert genug sind, das für sich zu realisieren. Und das bedeutet in der Tat, dass wir die erheblichen Unterschiede in den Lebensverhältnissen in diesem Land einen riesigen Schritt überwinden können, wenn wir das schnelle Internet auch in die abgelegenen Regionen bringen. Das Internet hat ja nicht nur, das Netz hat nicht nur Bedeutung für Teilhabe und Kultur, für Partizipation und dergleichen, sondern eben auch eine ganz handfeste ökonomische Bedeutung. Das vom Netz erwirtschaftete Teil des Bruttoinlandsproduktes liegt in Deutschland, liegt international im Durchschnitt zwischen 3% und 4%. In einem Land wie Schweden sogar bei 6%. Das heißt, es entstehen immer mehr Jobs im Netz oder durch Netz verwandte Aktivitäten. Das ist ein enormes Wachstumsfeld. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die da arbeiten, die Existenzgründungen im Netz realisieren oder durch Tätigkeit im Netz, dass die eine gewisse Absicherung haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir da auch, die sozialen Absicherungen möglich sind. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass es
einen Rechtsanspruch gibt auf Zugang zum Netz für alle. Und das geht nur mit Breitband, Investitionen. Und da sehe ich ganz klar für den Bund eine Pflicht, die unterschiedlichen Lebensverhältnisse, die es in Deutschland gibt, je nachdem, wo man gerade zufällig sitzt, ob in der Sozialwohnung in Wuppertal oder auf dem flachen Land irgendwo in Norddeutschland, dass diese Unterschiede ausgeglichen werden und dass der Staat viel Geld in die Hand nehmen muss. Sowas kann man antreiben durch einen Rechtsanspruch. Wir haben einen Rechtsanspruch auf Betreuung von Kindern unter 3. Und wir brauchen auch einen Rechtsanspruch auf Zugang zum Internet. Okay, wir müssen mal ein bisschen Gas geben und nicht auf jede Antwort so lange relativ schwierig da mal einzuhaken. Wenn jetzt hier alle auf dem Podium sagen, Universaldienst, dabei ins Vorsorge, wenn alle oder fast alle sagen, internetfähige Hardware zum Existenzminimum darf nicht gepfändet werden, dann wünsche ich mir jetzt noch, dass wir die Netzneutralität gesetzlich festschreiben. Dann wünsche ich mir noch, dass wir das nächste Mal vielleicht intensiver darüber diskutieren, wie Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch noch mehr beteiligt werden können, beispielsweise indem man vor zweiten und dritten Lesung auch noch die Meinung einholt. Und ansonsten finde ich, sollten wir hier oben mehr zuhören, denn lange Ausführungen machen, deswegen mache ich Schluss. Ja, ich hätte ja fast geklatscht, als der Christopher Lauer gesagt hat, das muss man dann einfach mal machen. Ich kann mich erinnern, wir haben es mal gemacht, das war nämlich, da waren einige noch nicht unter uns, aber ich war damals schon in der Schülerunion und damals hat Christian Schwarz-Schilling die CDU und die damalige CDU-FDP-Koalition dazu gebracht, Deutschland flächendeckend mit Glasfasern zu verkabeln. Da ist er lange gescholten worden, es gab eine Riesendebatte und rückblickend muss man sagen, er hatte recht. Und solche großen Herausforderungen, denke ich, müssen wir uns zumachen. Wir müssen das diskutieren, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass damals noch viel mehr Geld insgesamt da war, was heute nicht mehr da ist. Das ist auch so ein Punkt. Aber wenn der Volker Beck sagt, wir können das mit Burden Sharing machen, und dann sage ich, da läuft er mir offene Türen ein. Entscheidend ist, dass diese Aufgabe vorankommt und ohnehin muss es von denen bezahlt werden, die hier in diesem Lande leben, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Wir haben auch bei den erneuerbaren Energien vernünftige Lösungen gefunden, die dazu führen, dass die jetzt ausgebaut werden. Der zweite Punkt ist, ich habe Jens Best zugehört, mit dem, was er sagt, was es seit 6 Jahren auf internationaler Ebene alles bereits gibt. Die Frage ist nur, ob das sozusagen dazu führt, dass wir irgendwann auch Ergebnisse haben, so wie sie hier heute Abend eingefordert worden sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass es allzu gut vorankommt. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, sollen sich die Staaten international engagieren in Fragen der Netzpolitik? Und wenn man sagt, ja, sie müssen es tun, dann muss man sich überlegen, in welchem Forum und wo. Es ist ja richtig, ich möchte das Netz nicht China anvertrauen. Und jedenfalls nicht, solange dort keine demokratische Regierung ist. Und ich möchte es auch nicht anderen Ländern anvertrauen. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es Länder gibt, auch junge Demokratien,